So, Jungs, wie sieht's aus? Boah, sind so ganz gut im Rennen. Ja? Also, was ich wirklich nicht aus dem Kopf bekomme, ja? Ja. Hör mir bitte mal zu jetzt, ja? Was ist das hier? Das ist Propan für den Herd. Ja, aber ihr habt doch hier eine Gasleitung. Ja, die ist aber der, weil das hier rübergeschoben wurde. Weil der hier ist unten Herd runter, der ist defekt. Da wurde die ganze rüber jetzt geschoben und der Herd hingestellt. Und jetzt passen die Anschlüsse natürlich alle nicht mehr. Die festen Gasanschlüsse, die hauen alle nicht mehr. Kann man legen. Ja, kann man legen. Ja, aber kostet dementsprechend und... Ihr kommt doch da dran, das bewegt sich doch. Da habt ihr doch ein Leitungsproblem da hinten. Das wackelt doch mal, oder nicht? Zurzeit, sag mal, geht das. Mit dieser Aussage gibt sich der Sternekoch nicht zufrieden. Er möchte die Gasleitung sehen. Der Schock folgt auf dem Fuße. Ach du Scheiße. Marco, unter uns Kollegen jetzt, ja, ne? Das ist doch nie dein Ernst, ne? Ja, das ist Horror. Da ist eine abgeknickte Gasleitung. Deswegen, und das ist doch hier, ist ja wieder einmal, da fliegt die ganze Bude hier in die Luft. Deswegen wird die Anlage auch nicht mehr genutzt. Du kannst mir doch nicht sagen, ob du mir 100% unterschreibst, dass das hier nicht irgendwo... Na ja, gut, ist klar. Ja, also. Richtig, na, das ist richtig. Guck dir das doch mal an. Das ist doch hier eine tickende Bombe, ist das doch hier. Hast du das mal gesehen? Ja. Die Menschen in ihrem Umfeld sind gefährdet, ihr seid gefährdet. Hier kann man doch nicht arbeiten. Ja, klar. Als gelernter Gaswasserinstallateur müsste Marco wissen, welche Gefahr von der offenen Leitung ausgeht. Aber irgendwie scheinen hier alle alles zu verdrängen. Tu mir bitte einen Gefallen, hol Klaus und Martina. Wir müssen jetzt reden. Ist doch wahr, oder? Ja, ist ja auch wirklich. Hier mit dir recht, ist ja auch so. Und ausgerechnet jetzt kommen die Testesser. Frank Rosin fällt eine Entscheidung. Pass auf, ich will ja jetzt auch gar nicht mehr lange drüber nachdenken. Mhm. Die ganze Situation mit der Propanflasche und dieses ganze Gefrickel da, das ist lebensgefährlich. Wenn ich hier helfe und mit euch jetzt arbeite, dann kann ich das nur machen, wenn die baulichen Dinge einfach top geregelt sind. Das ist mir viel zu gefährlich, uns allen etwas passiert. Es wäre ganz gut, wenn du zu den Testessern gehen würdest. Ich kann dich gerne begleiten, die Situation erklärst. So können wir nicht weiterarbeiten. Weil das muss erstmal geregelt werden. Die Situation ist dramatisch. Für den Sternekoch ist es unglaublich, dass sich Klaus und Marco jeden Tag der Gefahr aussetzen, dass der Laden in die Luft fliegen könnte. Frank Rosin zwingt das Blattlaus-Team zum Handeln. Seht zu, dass bis morgen ein Gasexperte kommt. Vorher wird hier nicht weitergemacht. Oh. Wir machen das jetzt. Das Testessen kann hier und heute nicht stattfinden. Martina ist am Boden zerstört. Also, könnt heulen. Bin total traurig. Also, wirklich traurig. Du ladest Testesser hin und schickst sie nach Hause, weil hier alles hochfliegt. Ich weiß nicht, wie man sich da fühlen soll. Zum Kotzen. Inhaber Klaus muss jetzt vor die Testesser treten und für die Situation gerade stehen. Der Sternekoch unterstützt ihn dabei. So. Servus. Hallo. Schönen guten Tag zusammen. Schönen guten Abend. Wir haben ein kleines Problem und der Klaus wird das kurz mal erklären. Ja, also wir hatten uns super gefreut auf den heutigen Abend, haben auch alles vorbereitet, haben uns auch richtig ins Zeug gelegt. Ich denke, das Essen hätte euch super geschmeckt, aber ganz zum Schluss haben wir dann doch entschieden, das heute Abend abzubrechen. Und zwar aus Sicherheitsgründen. Wir kochen hinten, ich sag mal in Anführungsstrichen, mit einer tickenden Zeitbombe. Das ist eine Gasflasche, weil immer noch nicht geschafft wurde, hier Gas anzuschließen, richtig ordnungsgemäß. Deswegen müssen wir erst mal sehen, dass wir das jetzt mit dem Gas in der Reihe kriegen, damit wir hier mit Sicherheit arbeiten können. Ja. Also tut mir noch mal recht doll leid für euch, dass ihr heute Zeit genommen habt und am Ende nicht bei rausgekommen ist. Und hoffe, ihr versteht das, ja? Ja. Also, danke schön. Ja. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Natürlich ist es schade, dass wir jetzt umsonst hierher gekommen sind. Aber ist ja vielleicht auch gut, dass das Problem jetzt noch mal so auf den Tisch gekommen ist. Ich hoffe, wenn ich wiederkomme, dass es dann einfach sicherer ist. Dass wir ja dann auch heil wieder rauskommen aus der Geschichte. Mit der Absage war mir natürlich ein bisschen unangenehm, den Leuten draußen zu sagen, also tut mir leid, könnt wieder nach Hause gehen. Aber die Gastlandung war schon mehr mein Hauptproblem gewesen. Wahnsinn. Ich frage mich, wie kann man so verzweifelt sein, dass man jeden Tag das Leben seiner Kollegen und sein eigenes gefährdet? Das ist doch nicht zu fassen. Die Aufgabe bis morgen. Inhaber Klaus und Koch Marco müssen einen Gaswasserinstallateur beauftragen, der die Gasleitung wieder instand setzt.